Sam. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Diesmal mit der lieben Julia. Überraschung. Überraschung, genau. Beim letzten Mal war sie nicht mit dabei. Wobei, am Ende war sie mit dabei, ja. Und beim tollen Akrapovic. So! Hä? Julia ist montiert. Hä? So schnell? Ja, ja. Guck doch. Ach, ihr seid so witzig, ne? Ja. Hä? Danke. So, das Video heute wird darüber handeln, ja? Dass wir meine Gabel ausbauen. Ja. Und diese verschönern. Womit? Womit? Mit. Komm mit. Das sind Gabelprotektoren. Von Forkshrink. Shrink, wie wird das ausgesprochen? Kannst du das? Boah, keine Ahnung. Forkshrink? Keine Ahnung. Ja. Sieht schon cool aus, ne? Ich glaube auch. Und das ist eigentlich, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist Schrumpfschlauch. Ganz einfach normaler Schrumpfschlauch. Den macht man warm, dann zieht er sich zusammen. Aber wie man sowas hinkriegt, vor allem diese kleinen Details hier, diese ganz, ganz kleine Schrift hier, ne? Dass man das so hinbekommt, das finde ich irgendwie, wenn es gedruckt ist, nicht schlecht. Vor allem in den Farben meiner Felgen, ne? Stimmt, ja. Hier kommen die Dinger hin, ne? Richtig. So, Galometer. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Lichtmaske ist schon ab. So, Julia, wird heute geschraubt. Das ist dein Part. Okay, also wir müssen jetzt erstmal die Gabelhörner rausbauen, weil es wird übers Gabelhorn von oben nach unten drüber gestülpt. Ja, und da macht man halt am Ende warm. Ich denke mal, wir haben es bisher noch nie gemacht. Wir haben es bisher nur gesehen auf Instagram und so. Ich denke, wir schieben erst den großen rein auf beiden Seiten. Oder wir fangen erst mit einer Seite an, würde ich sagen. Ja. Ne, wir fangen mit beiden an. Wir holen also beide raus. Ich habe mir ja vorhin ein Video angeguckt. Ja. Da haben die auch komplett einmal hier die Gabel rausgenommen. Dann das längere Ding. Dann längere rein, gestellt. Dann reinziehen und dann den anderen rein. Und dann nach oben. Genau, richtig. Ja, weil einer hat dafür zwei Stunden gebraucht, weil er das versucht hat, zusammen da durchzukommen. Das wollte ich nämlich sagen, das geht nicht. Genau. Deswegen immer, wenn du deine Gabel ausbauen willst oder so, hast Pech gehabt, dann musst du die kaputt schneiden. Das wäre traurig. Ja. Deswegen, wir hoffen einfach mal darauf, dass die Gabel für immer drin bleibt. Und dann ist gut. So. Wir müssen ein bisschen schneiden, weil der Niklas hat Hunger auf. Wir haben Pizza bestellt. Ah, vor 10 Minuten haben wir Pizza bestellt. Und die haben gesagt 40 Minuten. Boah, also, halbe Stunde dürfen wir wachsen. Halbe Stunde Zeit. Boah, das wird aber krank. Oh nö, guck mal, die Knarre ist kaputt. Oh, doch nicht. Aber die ist doch ein bisschen kaputt. Halten. Ah, ja, du kannst halten jetzt. Warte. Ich kann halten. Geil. So, hältst du einen anderen, ne? Kann man so ein bisschen regen. Oh, das sieht nach Regen aus. So. 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 Jetzt können wir rausholen. Ich kann loslassen. Ja, lass mal los. So. So. Wir mit einem Bremsenreiniger hier. Hast du Angst? Nö, ich mach dir nur Platz. Okay. Ich glaube, bis hier unten geht das, ne? So bis hier, glaube ich. Geil. So, jetzt schieben wir den so weit rein. Und dann das Füllen und dann das andere. Genau, das Füllen machen wir gleich. So, den schieben wir jetzt so weit rein, hält's fest. Dann mach ich den anderen dran. Halt am besten von unten und hast am meisten Kraft. Wie meinst du? Von unten so. Genau. So, da wollten wir dann einen andersfarbigen drauf machen, ne? Genau. Genau. So. Gucken wir mal, ob den kürzen müssen. Nein, guck mal, krank, der passt genau. Krass, ne? Ich würde sagen, wir haben ich hatte erst Panik, weil wir ja deine Gabel ausgemessen haben. Stimmt, wir haben meine Gabel ausgemessen. Dann haben wir 17, dann haben wir 15 Newtonmeter. Ich bin mal gespannt, wie sich das der Schrumpfschlauch verhält. Weil ich weiß, mit Fett und sowas ist der nicht so gut. Wie meinst du? Wenn du so richtig fettige Finger hast, okay. Dann siehst du nachher so schwarze Flecken, glaube ich. Aber müssen wir mal gucken gleich. Ja. Ne? Wir gucken mal. So, 15 Meter werden die hier unten angezogen. Bisschen. Und die ist richtig so? Ja, noch. So. Jetzt brav. Ach, schön. Das muss der nicht das alles unnötig schneiden. Nee, du machst das. Ja. Du machst das schön. Ja,
So, boah, wie nennen die Dinger sich nochmal? Protektoren, ne? Ja. Gabelschützer-Protektoren, nennen wir sie so, okay. Wie gesagt, die sind aus Schrumpfschlauch. Unter Wärmeentwicklung ziehen die sich zusammen. Warte mal, ich glaube, ich habe hier sogar noch. Guck mal, ich habe hier auch noch einen Schrumpfschlauch. Weil für die Leute, die es nicht wissen, ich bin Modellbauer. Ja, klingt komisch, aber ich mache ein bisschen mit Flugzeugen was. Ah, wo haben wir denn hier was? Nö, nö. Ach, da unten ist so eine ganze Menge. Guck mal hier. Da. Das ist alles Schrumpfschlauch. Ich reiß jetzt mal hier so ein Stück ab. So. Ah. So, und jetzt geht man hin. Hier hat man jetzt eine Öffnung. Wenn man jetzt irgendwie ein Kabel hat, wo Litzen über sind. Also Litzen sind vom Kabel die Drähte davon. Und man will die isolieren in dem Sinne, ne? Dann kann man hingehen. Was brauchen wir? Irgendwas Dünnes. Was da reinpasst. So, guck mal. Den kriegen wir jetzt wunderbar hier gezogen. Das ist ein blöder Beispiel alles, ne? Jetzt machen wir es warm. Und dann sieht man richtig gleich, wie sich das hier vorne auch zusammenzieht. So, jetzt wird der Film warm, der wird noch warm gehen. Siehst du das? Wie sich das hier anpasst? Das war's. Und schon kannst du den hier nicht mehr abziehen. Kannst du jetzt hier abreißen. Ja, jetzt ist der hier isoliert. Jetzt warte mal. Die Fresse. Klappt nicht. So. Guck mal, jetzt siehst du sogar hier so ein Symbol drin. Siehst du das? Ah. Sechseck. Ein bisschen sieht man es. Ja. Ne? Also, das ist das Prinzip von dem Schrumpfschlauch. Was wir hierbei zum Vorteil nutzen. Was geht denn hier wieder ab? Weiß mal ausmachen, das Gedönse. So, viel besser. Ganz geile Hülle. So, Julia. Sagen wir mal, ne? Mal gucken, ob das alles klappt. Ich hoffe, hier von den Abmaßungen passt das. Boah, jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Oh, das ist wahrscheinlich Pizza. Hallo? Die Pizza ist da, sage ich doch. Wir müssen das leider jetzt gerade beenden. Wir müssen es leider nachher weiterführen. Ach so, ja, wir kommen jetzt. Tschüss. Geil, Pizza ist da. Wie gesagt, wir essen erst, dann machen wir das. Aber wir müssen uns gründlich die Finger waschen, weil... Ich esse fettige ja eh Finger. Nicht. Echt nicht? Ja, dann musst du das gleich machen. Ja. Ne? Ja. Du, weil Finger waschen tue ich eh nicht. Siehst du? Mhm. Ich habe noch nichts getan und sind dreckig. Ja, toll. Eine Aufgabe. Hm. So, bis gleich. Ja, wo gerade die Hitze kam, hat es geflackert. Oh ja, 660 Grad ins Gesicht, bis die Haare glühen. Bumm. Komm, bis er brennt. Digga, ja, bis er brennt. Aber wir wollen nicht so viel. Weniger. Viel weniger. Ich weiß gar nicht, ob das mit normalen Föhn geht. Ja. Bestimmt. Auch mit normalen Hausföhn könnte es vielleicht auch noch funktionieren. Für die Leute, die keine Industrieföhn haben wie ich. So, wir wollen das ganze Ding ja nicht verbrennen. So, wir positionieren es jetzt erstmal. Halt mal den Lenker gerade. So, ich würde sagen, so machen wir es dran, Julia, ne? Ich meine, das ist der Stadt oder? Das geht am besten nicht anders. Genau. Boah. Kann ich? Hm? Oh, jetzt kommt ein. Bitte? Frau macht Selbstarbeit. Ba-da-ba-ba. So, auf 17 Newtonmeter haben wir noch stehen. So, schön. Jetzt müssen wir gleich direkt den lieben Blackout schicken. Ach, der wollte auch sowas haben. Der wollte die auch haben. Gut, ich eigentlich auch. Bin nie dazu gekommen, mir so welche zu bestellen. Guck mal, ich war das Versuchsopfer. Ja, ne? Aber? Was fehlt dir denn noch? Was mir fehlt? Wenn wir jetzt das Rad wieder montieren, was würde dir jetzt noch fehlen dabei? Das Ding hier? Das Ding hier? Sag mal, was würde dir fehlen? Diese Brücke hier. Warum ist das denn gelb? Och, Niklas. Soll ich dir was sagen? Das ist original Nummer gelb. Wir sind so doof. Bist du zufrieden? Ich bin mega zufrieden. Kann. Also echt jetzt. Oder was sagst du? Ich?
Ich bin auch mega zufrieden. Geil. Also ich bin jetzt so fixiert darauf, dass ich es auch will. Ja, safe. Aber nicht in den Farben. Die Farben Blau, kannst du gerne behalten. Blau-Gold? Nee, also mit Gold weiß ich gar nicht. Ich bin mir da echt unsicher, welche Farben ich nehmen würde. Also schwarz bleibt es so oder so. Also weiß gibt es, glaube ich, auch farbig. Weiß gibt auch farbiges Schrumpfschlauch. Also farbigen Schrumpfschlauch. Also muss es das da eigentlich auch in farbig geben. Aber das sieht ja nicht aus, finde ich. Ja. Das muss schon schwarz bleiben. Aber hier für dich in Gold eine Sache. Echt? Warum nicht? Ja, wie aber das ist genau das Gold sein von meinen Felgen. Das wird schwer. Das wird echt schwer. Aber wir gucken mal. Ne? Oder? Safe. Geil, cool. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal mit der lieben Julia. War cool. Folgen, glaube ich, noch ein paar Videos, ne? Ja. Definitiv. Wir müssen noch was montieren, genau. Vielleicht mal ein Akra? Hm? Man munkelt? Nö. Nö, wir werden der kommt sehen. Bei mir dran. Der passt schon irgendwie, ich mach mit dem passen, kein Problem. So, nicht lang schnacken. So genau, nicht lang schnacken. So, das war's mit dem Video. Haut rein.